Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Inzidenzzahl bei Corona-Neuinfektionen sinkt erstmals seit Oktober unter 50. Das RKI gab den Wert am Morgen mit knapp 47 an. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden der Behörde 2.626 neue Fälle gemeldet. Das sind rund 8.400 weniger als in der Vorwoche. Bundesfamilienministerin fordert Rückkehr zum Präsenzunterricht. Aktuelle Studien zeigten, wie sehr gerade Schulkinder durch die Pandemie psychisch belastet seien, so Lambrecht in der Rheinischen Post. Sie setzte darauf, dass im Sommer ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen werde. Röttgen hält russische Beteiligung an Ryanair-Zwangslandung in Minsk für möglich. Der CDU-Politiker sagte dem Bonner Generalanzeiger, er gehe davon aus, dass die Aktion vom Kreml abgesegnet war. Russland weist eine Beteiligung zurück. Präsidentschaftswahl in Syrien. Erwartet wird eine klare Mehrheit für Amtsinhaber Assad. Nur zwei weitere Kandidaten sind für die heutige Abstimmung zugelassen. Zudem darf nur in von der Regierung kontrollierten Landesteilen gewählt werden. Mehrere EU-Staaten und die USA stufen die Wahl als unrechtmäßig und undemokratisch ein. Erster Todestag von George Floyd. Mit einer Gedenkveranstaltung wurde in Minneapolis an die Tötung des Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz erinnert. US-Präsident Biden empfing Floyds Familienangehörige im Weißen Haus. In New York und weiteren Städten demonstrierten Tausende gegen Polizeigewalt. Das Wetter. Heute viele Wolken und vom Südwesten bis in die Mitte Regen. In der Nordhälfte Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte von 10 bis 18 Grad.